Ein super wichtiges und spannendes Thema, was immer wieder auch in Kombination mit irgendwelchen absurden Mythen daherkommt, ist Kraft- und Resistance-Training bei Kindern. Gefährdet das die Kinder? Stellt das irgendwelche Probleme dar? Gefährdet das ihren Wachstum? Nein, 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 nein. Junge Kinder, ab einem Alter, wo sie generell schon an sportlichen Aktivitäten im Kindergarten, Volksschule oder dergleichen trainieren, teilnehmen, also ab 5, 6 Jahren sind bei Kraft- und Resistance-Training keinen ungesünderen, verletzungs- oder risikoreicheren Umständen ausgesetzt, als wenn sie eben tatsächliche Kraft- und Resistance-Training-Skills erlernen. Ganz im Gegenteil. Also mit einem Coach und Sportwissenschaftler an der Seite erlernen die Kids diese Skills in einem ziemlich kontrollierten und begutachteten Umfeld. Bei vielen Ballsportarten sind unvorhergesehene Verletzungen unausweichlich, viel häufiger und egal in welchem Alter. Also wenn das Kind mit 5 oder 6 Fußball spielt, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, sich dort zu verletzen, als wenn es mit sportlichen, professionellen Begleitung Kraft- und Resistance-Training macht. Und Kraft- und Resistance-Training macht im Endeffekt auch nichts anderes, als vor Verletzungen zu schützen, indem man den Körper besser kennenlernt, der Körper in eine bessere Form kommt, Muskulatur besser zusammenarbeitet und. Also Kraft- und Resistance-Training hat extrem viele Vorteile. Die verbesserte Koordination und Aktivierung von den motorischen Fähigkeiten, zahlreiche neurologische Anpassungen und Optimierungen, ja, die Kräftigung eben der Muskulatur. Zahlreiche Studien zeigen, dass Krafttraining eine wichtige Rolle spielt bei der Verlangsamung vom Knochenabbau. Also auch wenn ich sehr jung beginne, im späteren Alter ist der Knochenabbau dann deutlich geringer. Beziehungsweise gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass gerade Kraft- und Resistance-Training, also dann im bisschen späteren Alter oder im jugendlichen Alter, wirklich auch Gewicht unter Anführungszeichen zu arbeiten, sogar die Knochendichte oder die Knochenstärke aufgebaut werden kann auch, ja. Was extrem wichtig ist, weil gerade im klassischen Kraft- und Resistance-Training arbeitet man viel mit klassischen Bewegungen, die auf die Knochen unter Anführungszeichen der Hüfte, der Wirbelsäule und der Handgelenke gehen, unter Anführungszeichen. Also jene Gelenke, die auch oft eben auch im späteren Alter am ehesten zu Brüchen neigen. Also auch da kann man schon vorbeugend sehr viel dagegen wirken. Ja, solche Trainingseinheiten, abgesehen davon, was es wirklich den rein physischen Teil betrifft, stärken natürlich auch das Selbstvertrauen eurer Kinder, ermutigen aktiv zu bleiben und reduzieren auch lustigerweise ja Frakturen oder Brüche auf andere Weise, nämlich dadurch, dass die Kids fitter sind, werden sie auch weniger stürzen, beziehungsweise mit den Stürzen ganz anders umgehen. Ja, und. Gibt es viele, viele Studien dazu, viel, viel Material. Wenn ihr genauer was wissen wollt oder Studien wirklich lesen wollt oder was Artikel, gebt uns Bescheid. Ansonsten empfehle ich die Harvard University, die Website von ihnen. Da steht relativ viel drauf zu dem Thema. Ansonsten 3 Studien, die ich immer bei der Hand habe. Sival et al., Malina et al. und Dahab et al. Wenn irgendwer diese Studien haben will, kann ich euch auch gerne zukommen lassen. Und ja, mit den Kids brav trainieren. Do it!